unsere Top-Neuheit im Defense-Bereich. Das ist der TVI HDS 68. Das ist eine doppelläufige Schrotflinte im Kaliber, wie der Name auch von der Waffe schon sagt, im Kaliber 68. Die verschießt Paintballs, Rubberballs, Chalkballs oder Pepperballs. Wie gesagt, zwei Läufe. Den Lauf öffnen tue ich hier unten mit dem Hebel, indem ich den zu mir ziehe. Dann springt der Lauf hier oben auf. Ich kann die beiden Kugeln hier reinladen, klappe das Ganze zu. Und wenn ich dann schießen möchte, da habe ich jetzt drei Möglichkeiten. Ich kann mit diesem Hebel hier sagen, ich möchte nur den rechten Lauf einzeln schießen. Dann hat es auch die vollen 7,5 Joule. Ich kann hier dann nach links stehen, dann schieße ich danach also den linken Lauf. Ich kann die also beide nacheinander schießen. Oder ich kann den Lauf, den Schalter hier auch in die Mitte stellen. Dann schieße ich beide Läufe gleichzeitig ab. Dann hat es natürlich, muss man die Energie etwas halbieren. Die 7,5 Joule, dann sind die auf die beiden Läufe verteilt. Aber so schieße ich auf jeden Fall beide Läufe. Das Ganze hat auch, wie die HDR 50 gerade schon, das Quick-Piercing-System. Entschuldigung. Also auch hier wieder CO2-Kapsel rein, 12 Gramm, mit dem Kopf nach unten, festschrauben. Die Kapsel ist dann noch nicht angestochen. Und erst im Notfall, wenn ich es wirklich brauche, mit der Handfläche einmal hier unten vorhauen. Dann kommt auch dieser Pümpel, wie es jetzt hier schon ist, kommt dann hoch, woran ich dann auch sehen und fühlen kann, dass die CO2-Kapsel angestochen wurde. Und dann kann ich sofort schießen. Ja, viel mehr kann man, ich habe noch eine Picatinny-Schiene hier vorne, ich habe eine Abzugssicherung, genau hier, also so ohne die kann ich den Abzug nicht ziehen, erst wenn ich den reindrücke, dann funktioniert der Abzug. Ja, das ist die Top-Neuheit bei uns im Defense-Bereich, die TVI HDS 68.